Leb wohl! Seht nun, Klippenläufer, wie diese Schlacht ihren krönenden Abschluss findet! Ihr seid im Begriff, etwas Furchtbares zu tun, Kromgar. Möge die Erdenmutter eurer Seele gnädig sein. Schaut auf diese Welt, Klippenläufer, und erblickt die Macht der Horde! Was habt ihr getan, Kromgar? Kriegshäuptling, ich habe eure Befehle ausgeführt. Meine Befehle? Habe ich befohlen, Unschuldige zu töten, Kromgar? Kriegshäuptling, bin ich ein Mörder, Kromgar? Nein, Kriegshäuptling! Dann frage ich euch erneut, was habt ihr getan? Ich entsandte euch mit einer Armee ins Steinkrallengebirge. Der Befehl lautete, das Land für die Horde zu sichern. Stattdessen habt ihr das Land in Schutt und Asche gelegt, Unschuldige ermordet, Kinder. Ich war sehr lange in Nordend, Kromgar. In der Zeit habe ich viel über die Horde gelernt. Ein weiser alter Kriegsheld erzählte mir dort etwas, das ich niemals vergessen werde. Ehre, Kromgar. Wie hart die Schlacht auch sein mag, gebt eure Ehre nie auf. Oberanführer Kromgar, ihr habt die Horde entehrt. Ihr habt Schande über uns als Volk gebracht. Kraft meines Amtes als Kriegshäuptling enthebe ich euch eure Aufgaben. Weggetreten! Und ihr auch. Wartet, Kriegshäuptling. Bitte. Der Held, der vor euch steht, hat dieses Verbrechen aufgedeckt. Er hat versucht, Kromgar aufzuhalten. Habt Gnade, Kriegshäuptling. Gnade. Frau und Kind ermordet. Eure Sippe ausradiert, euer Heim niedergebrannt. Gnade, am heutigen Tag, Häuptling, lerne ich von euch. Kromgars Armee ist nicht mehr. Euer Rang ist bedeutungslos geworden. Wollt ihr der Horde wirklich helfen, solltet ihr eure beachtlichen Kräfte in Desolas oder im südlichen Brachland zum Einsatz bringen. Es ist eure Wahl. Lasst euch von Ehre leiten und vergesst nie, dass Hellschreis Blick auf euch.